Willkommen in Mexico City, der Stadt mit der höchsten Einwohnerzahl in Nordamerika und natürlich der Heimat des großen Preises von Mexiko. Wir haben wie immer ein ausverkauftes Haus, hier an einer der kürzesten Strecken des Formel-1-Kalenders. Und die Frage ist, wen werden all die Fans heute oben auf dem Siegertreppchen bejubeln können? Mit 2285 Metern über dem Meeresspiegel stellt die dünne Luft des Autodromo Hermanos Rodriguez nicht nur für die Fahrer, sondern in erster Linie für die Motoren eine große Herausforderung dar. 17 Kurven sind in einer Runde zu bewältigen. Die Strecke ist insgesamt 4,1 Kilometer lang. Hohe Geschwindigkeiten über 354 km/h und das Überholen in den Bremszonen in den Kurven 1 und 4 sollten die Highlights sein. Für den Grand Prix werde ich heute erneut von Stefan Römer unterstützt. Reden wir über den Professor. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Es war ein sehr solides Jahr für sie und es gab natürlich jede Menge unglaubliche Leistungen. Aber was mich wirklich überrascht hat, war die Konsistenz. Mit dieser Form erwarte ich heute ein weiteres spannendes Rennen. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und der Professor macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Hamilton, Bottas, Lando Norris und Albon, Stroll, Kvyat, Perez und Carlos Sainz, Gasly, Magnussen, Antonio Giovinazzi und Ricciardo. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Raikkonen, Ocon, Romain Grosjean und George Russell, Verstappen und Nicolas Latifi. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Ja, damit guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu F1 2020 zum großen Preis von Mexiko. Okay, Jeff möchte nichts sagen, dann übernehme ich weiterhin. Ja, wie machen wir's? Ich habe ja tatsächlich mir einen Soft-Reifensatz aufgespart, damit wir eine Soft, Medium, Soft machen können. Deswegen stehen wir auf P2 und nicht auf P1, weil ich glaube, ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit rausholen können. Aber wir starten jetzt halt auf P2. Auf Mexiko macht das jetzt eh wenig Unterschied, weil am Ende des Tages ist nicht der neben mir mein größtes Problem, sondern die hinter mir, was die beiden Mercedes sind. Denn die kriegen Windschatten, der Weg bis Kurve 1 ist ewig lang. Ja, deswegen wird das auf jeden Fall interessant werden. Ich würde tatsächlich auf eine Soft-Medium-Medium sogar gehen vielleicht. Ich weiß, vollkommener Schwachsinn, wenn man bedenkt, was ich im Qualifying gemacht habe, aber ich glaube, das ist einfach safer. Die Soft-Reifen werden halt sehr, sehr durch sein. Ich meine, wir sehen es ja auch, die werden, ich gehe mal stark davon aus, bei 60% ungefähr liegen gegen Ende und ja, das ist natürlich nicht das Geilste. Und ich hoffe einfach, dass wir am Start gute Karten haben, um an Vettel vorbeizukommen. Im Best-Case-Szenario gehen wir natürlich P1 aus Kurve 1 raus. Das wäre natürlich der Oberwahnsinn, wenn wir das schaffen würden. Ja, machen wir. Und ab dem Moment hoffe ich einfach, dass ich ein bisschen davonfahren kann, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube einfach, meine Pace ist stark genug im Rennen, dass ich da genug Boden gut machen kann, dass die Softreifen mir jetzt nicht das größte Problem sein werden, weil die Softreifen verlieren halt richtig an Pace. Die Mediums können relativ gut bis zum Ende durchgehen. Die Softreifen eher nicht so. Ich hoffe einfach, dass ich Vettel kriege. Hamilton kriegt Vettel im Laufe des Rennens auch noch und Bottas nicht. Also mein ideales Podium wäre ich, Hamilton, Vettel. Weil das Ding ist, mir fehlen ja aktuell 14 Punkte Vorsprung. Mir fehlen aktuell 14 Punkte auf Valtteri, um gleich zu ziehen. Und das Ding ist, wenn ich halt die schnellste Runde hol und zusätzlich auch noch den Rennsieg und er ist nur Vierter, dann sind wir Punkte gleich. Und Vettel ist halt auch aktuell noch in Schlagreichweite, also der hat das auch noch nicht ganz rausgenommen, deswegen hätte ich Vettel am liebsten auf P3 und mich halt auf P1 und Bottas auf P4. Also Bottas und Vettel können natürlich auch gerne noch weiterhin sein, da habe ich kein Problem damit. Aber ich glaube irgendwie, das wird nicht passieren, weil Verstappen beispielsweise, der schon eine Form hatte eigentlich, mit der er hier hätte mitspielen können, der hat eine 15-Platz-Gridstrafe, der ist raus, der kann mir heute nicht helfen. Ist sehr schade, Verstappen, ich weiß genau, wie sich das anfühlt, ich stand die letzten beiden Rennen da hinten.
Aber diesmal stehen wir vorne. Nicht mehr P20, sondern P2. Das ist auch mal ein Improvement hier, würde ich sagen. Aber ja, wir gucken einfach mal, was passiert. Vielleicht geht Hamilton noch am Start einfach vorbei oder Bottas. Durch den Windschatten, weil wie gesagt, der Weg bis Q1 ist ewig lang. Ja, hopp, wir stehen. Danke. Komm, Gas, 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 Gas. Ja, Bottas ist halt in meinem Windschatten. Vettel hier mit weniger Aero. Bottas, du wirst keinen Move machen können. Oh, oh. Zu spät gebremst. Ich war auf der Bremse, hab dann die Bremse losgelassen. Weil ich dachte, ich hätte viel zu früh gebremst. Habe ich aber nicht. Ah, Vettel bleibt vorne. Vettel bleibt vorne, come on. Sei einmal ein guter Teamkollege. Also ich meine, die beiden kämpfen jetzt gerade ganz gut, deswegen kann ich hier ein bisschen wegfahren, aber ich habe leider so die Vermutung, dass Bottas den Kampf für sich entscheiden wird. Ne, Vettel ist vorne. Vettel ist vorne, nice. Und Hamilton ist an Vettel dran. Ich bin sehr froh, dass ich keinen Grosjean in Kurve 1 gemacht habe. Da habe ich jetzt den falschen Gang genommen. Das hätte auch fatal werden können. Alright, come on. Jetzt hau ab. Bin mal gespannt. Hamilton hängt definitiv näher an Bottas dran als Bottas an Vettel. Ich hoffe einfach mal, dass Hamilton definitiv vorbeigehen kann. Ich meine, wenn Vettel Zweiter ist, ist jetzt auch nicht schlimm. Aber ich möchte Bottas nicht auf dem Podium sehen. Das soll bitte nicht passieren. Ich meine, interessant wird das eh ab nächster Runde dann mit DRS. Weil, deswegen glaube ich halt, ach. Also ich hoffe zwar, dass Hamilton vorbeigeht an Bottas, aber dadurch, dass Bottas halt immer noch DRS auf Vettel hat und Vettel kein DRS, wird die Lücke sich auf jeden Fall schließen. Und währenddessen wird Hamilton aber nicht so richtig rankommen an Valtteri. Ja, Hamilton hat jetzt auch irgendwie fast eine Sekunde verloren. Oder ist fast eine Sekunde hinten dran jetzt. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich meine, jetzt gerade hat er wenigstens noch kein DRS. Das wird er erst in der dritten DRS-Zone haben. Und die ist jetzt nicht so geil. Weil ich habe leider wirklich das Gefühl, dass Valtteri an Vettel vorbeigehen wird. Die Frage ist, ob Vettel dann dranbleiben kann oder nicht. Ich meine, durch den Sieg, wenn ich einen Sieg holen sollte, hätte ich so oder so selber in der Hand noch. Aber es wäre halt schon geiler, wenn Valtteri hier ein bisschen mitspielen würde. Aber komm, wir haben noch nicht mal 10% vom Rennen. Da ist noch alles drin. Vielleicht kriegt Valtteri ja noch einen Motorschaden. Nicht, dass ich ihm das wünschen würde oder so, aber ich würde es ihm schon wünschen. Okay. Runde 9 gehen wir ja rein, wie gesagt. Also ich glaube halt, meine Strategie wird schon funktionieren. Ich glaube, also klar, ich könnte die Soft, Medium, Soft machen. Aber es ist nicht notwendig, glaube ich. Ah, Sepp und Bottas kämpfen, dadurch kann Hamilton jetzt wieder ran. Vettel bleibt noch vorne und Hamilton ist jetzt ein bisschen näher dran.
Genau das möchte ich sehen jetzt. Genau das möchte ich sehen. Alter, was ist denn da von P5 hinten dran für eine Wurst? Das ist ja ein richtiger Train. Ja, auf Mexiko ist es halt schwierig, dann Vordermann wegzufahren, sobald DRS aktiviert ist. Das ist leider tatsächlich so. Ach, 18. Bottas wird keinen Move machen können. Hamilton auch nicht. Aber er saugt sich halt wieder näher ran. In der Theorie. In der reinen Theorie müsste ich mich zurückfallen lassen, fette Windschatten geben und DRS und halt gucken, dass ich irgendwie vorne bleibe. Aber nee. Fuel is looking really good. You're managing it well. Das passiert nicht. Komm, Hamilton, du wirst an diesem Rennwochenende Weltmeister wahrscheinlich. Möchtest du dort außerhalb vom Podium werden? Oder wie sieht's aus? Verstehe nicht, warum ich einen verwendeten Softreifensatz bekommen würde. Ich habe einen frischen. Alright, 5 Runden vorbei, hat sein die Reifen, ja, 33%, Runde 9 gehen wir rein, also ja, die werden nicht ganz auf 60% laufen, sondern eher so Richtung 50. Aber das ist ja trotzdem schon ordentlich, definitiv. Also die werden nicht nur langsamer, sondern auch gerade auf Mexiko deutlich, deutlich instabiler. Ja, wie gesagt, mit den Mediums dürfen wir gute Karten haben, auch wenn die hinter uns auf Soft eventuell gehen. Die werden ihre Pace halt nicht ansatzweise durchgehen können dann. Mit den Mediums sollte das schon machbar sein. War auch nicht komplett, aber schon ein gutes Stück. Aber wichtig ist jetzt erstmal den Wagen nicht wegzuwerfen. Deswegen gehe ich jetzt auch gerade nicht Full Risiko. Sondern, wie gesagt, versuche den Wagen einfach auf der Strecke zu halten. Fast 5 Sekunden jetzt auf Vettel. Valtteri kommt dran, aber macht noch keinen Move. Oh, aber jetzt kann er einen machen, würde ich sagen. Müsste er nah genug dran sein? Nee, schafft er nicht. Halt dich einfach vorne, Vettel. Ich habe keine Ahnung, wie. Eigentlich dürftest du das nicht schaffen, gegen den Mercedes so zu verteidigen, so lang. Aber egal. Ich habe das auf Belgien auch hinbekommen. Mach einfach genau das, was ich damals gemacht habe. Auch wenn ich nicht weiß, was das war, aber hey. Oh ja, Jeff, das wissen wir. Das ist noch so weit, so ordentlich hier bisher. Ja, ein bisschen musste Vettel wohl doch verteidigen, sonst hätte ich jetzt die Runde nicht 9/10 auf ihn gemacht.
Aber ich meine, das stört mich jetzt eher weniger. Was mich jetzt stört, ist, dass Valtteri tatsächlich einen Move macht. Und durch das DRS wahrscheinlich sowieso vorbeigehen wird. Auf der nächsten Geraden, oder? Oh, Hamilton ist auch richtig dran. Bottas vorbei an Vettel, Vettel wieder an Bottas, Bottas, Vettel side by side. Und immer noch side by side, die verlieren gerade richtig Zeit dadurch. Ne, Bottas vor Vettel jetzt, scheiße. Hamilton, geh vorbei und holen dir. Mach es einfach. Die haben halt jetzt so krass Zeit dadurch verloren, dass sogar Perez. Wo kommt Perez her? Okay. Dass sogar Perez jetzt im DRS von Hamilton ist. Ja, jetzt haben wir wieder genau diesen Train da hinten. Wo weiterhin sonst nichts passieren wird. Komm, Hamilton, geh an Vettel irgendwie vorbei. Weil Valtteri würde jetzt davonfahren, bin ich mir ziemlich sicher. Ah, die Reifen werden schon... Die sind jetzt schon gut durch. Aber ich habe tatsächlich die Vermutung... Eine Runde kann ich noch. Und eine Runde mache ich auch noch. Aus dem einfachen Grund, weil ich nicht im Verkehr landen möchte. Und das tue ich, wenn ich jetzt reingehe, auf jeden Fall. Und ich meine, von denen hinter mir war jetzt noch keiner drin. Die werden jetzt langsam reingehen, aber auch dann kann ich jetzt gleich erstmal überprüfen, was die für Reifen nehmen werden. Ob die auf Soft oder Medium gehen, falls die reingehen. Das ist ja auch noch nicht fest. Ne, die bleiben draußen. Dann werden die auch das machen, was ich mache. Ja, pass auf, dann werden wir jetzt diese Runde auf die Mediums gehen, definitiv. Das wird passieren. Und werden dann allerdings gucken, ob wir die Mediums bis zu potenziellen Softreifen ziehen können oder nicht. Also quasi die Strategie, die am Anfang da stand, nur getauscht. Machen wir auch wahrscheinlich davon abhängig, ob, wenn die anderen jetzt auf Soft gehen, die die schnellste Runde holen oder nicht. Das halte ich für einen guten Plan. Ja, Hamilton kann definitiv näher an... Oh Gott, voll verbremst. Hamilton kann definitiv näher an Vettel dranbleiben als Vettel an Bottas. Auf der einen Seite gut. Weil Bottas dadurch... weil Hamilton dadurch eventuell vorbeigehen wird an Valtteri. Auf der anderen Seite, naja. Okay, aber Vettel wird jetzt sowieso hinter Hamilton sein. Das passiert auf jeden Fall, dadurch, dass Vettel jetzt halt warten muss. Ja, doof gelaufen, ne? Okay, wir bleiben sogar relativ im freien Verkehr. Giovinazzi wird nicht an uns vorbeigehen. Norris wird nächste Runde in die Box reingehen. Datos Teamkollege. Ja, guck mal. Frische Softs für Vettel, Hamilton in der Box vorbei. Das ist ja fast so, als hätte ich das geplant. Was ich natürlich habe. Ich wusste, dass Ferrari ein Double Stack versuchen wird. Logischerweise. So, Reifen sind kalt, das heißt... Jetzt mal ein bisschen Piano gehen hier durch die S's. Nicht Vollschmackes rein, sondern nur ein bisschen... Ah, guck mal. Das sieht doch vernünftig aus. Hamilton und Vettel verlieren jetzt halt beide nochmal mehr auf Bottas. Weil sie hinter dem Haas hängen.
Aber Norris, du hast Bock auf die Boxengasse, ne? Richtig. Perez fährt tatsächlich weiter. Interessant. Also wir werden gut vor Bottas rauskommen. Hamilton hat es auch irgendwie vorbeigeschafft an... Hamilton schafft es an Bottas vorbei. Nice. Richtig gut. Richtig gut. Das ist aber mal 10 von 10 schön hier. So, ich gehe jetzt trotzdem davon aus, dass Hamilton rankommen wird. Das wäre traurig, wenn nicht. Und Hamilton wird sich wahrscheinlich damit dann auch die schnellste Rennrunde holen. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber hey, wir sind jetzt in einer fürs Rennen ganz guten Position. Ah, schnellste Rennrunde, aber die wird nicht bleiben, bin ich mir ziemlich sicher. Perez bleibt weiterhin draußen, ne? Ja, Hamilton, da ist er jetzt. Aber nicht so krass viel schneller, ne? Das hält sich in Grenzen. Vor allem dafür, dass er wahrscheinlich DRS hatte. So. Ja, ich habe keine Ahnung, was Perez vorhat. Vielleicht macht Perez die einen Stopp. Soft, hard. Aber dadurch, dass ich wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Runden eh an ihm dran bin, wird das nicht so aufgehen, wie er sich das denkt wahrscheinlich. Ja, jetzt geht er rein. Okay. Wir haben uns die schnellste Rennrunde zurück. Temporär zumindest. Ich gehe davon aus, Hamilton wird sie jetzt wiederholen. Fährt auch gerade Valtteri ein bisschen davon. Ja, Perez tatsächlich mit den Harten. Hamilton holt sich die schnellste Rennrunde, aber er ist wirklich nur eine Zehntel schneller. Das reicht nicht. Aber solange Hamilton P2 einfach hält... Und Bottas jetzt nicht irgendwie die schnellste Rennrunde schenkt, ist eh alles cool, finde ich. Oh, da war ich schon fast ein bisschen zu schnell. So. Wird das jetzt noch eine schnellste Runde? Ich glaube nicht. Ne, diesmal nicht. Ne, diesmal nicht. Ja, also er kommt zwar ran, aber... Das ist nicht genug, was er tut hier. Das ist definitiv nicht genug. Mal er jetzt demnächst auch sich ein bisschen gegen Bottas wahrscheinlich verteidigen muss, was er hoffentlich auch schafft. Kommentiert schon wieder die anderen Rennen mehr als meins. Das ist der Wahnsinn. Und mein Gaspedal fängt an zu quietschen wieder. Super! Ich weiß, was ich morgen ölen muss. Ja, die Reifen von Hamilton werden halt auch abbauen in den nächsten Runden. Also, da mache ich mir jetzt nicht die größten Gedanken.
Ich überlege halt gerade wirklich nur, ob ich die Mediums jetzt ziehen soll, dass ich am Ende Soft hole und dadurch nochmal eine schnellste Rennrunde sneak. Oder nicht. Das ist die einzige Überlegung, die ich gerade habe. Was sagen sie denn? Die sind jetzt halt schon hinten fast bei 20%. Nach, okay, was heißt schon nach 5 Runden. Das heißt, 15 kriegen wir die auf jeden Fall. Auch wenn es eng wird gegen Ende, aber machbar. Aber ich müsste sie eigentlich 16 oder 17 Runden ziehen. Nee, komm. Ich glaube halt auch, dass wir mit den Mediums eine gute Chance haben auf die schnellste Rennrunde. Der Wagen wird ein gutes Stück leichter sein bis dahin. Und ich muss nur eine Zehntel rausholen. Das ist definitiv machbar. Und vor allem, wie gesagt, ist es für mich deutlich, deutlich sicherer, zweimal Mediums einfach zu fahren. Ich bin jetzt mal gespannt, wann deren Reifen einbrechen. Eigentlich dürfte das demnächst passieren. Ach nix, Jeff, wir haben noch eine halbe Runde übrig. Also Hamilton wird so oder so den Titel dieses Wochenende holen, glaube ich. Hat er nicht mittlerweile über 50 Punkte auf Bottas? Dann wird er dir auf jeden Fall reichen, wenn er jetzt vor ihm bleibt. Also er muss den Sieg jetzt nicht unbedingt holen, aber hat er natürlich Bock drauf, ne? Wir wissen, Hamilton ist jemand, wenn er gewinnen will, dann will er dominieren. Sowohl das Rennen als auch die Meisterschaft. Aber gut, die werden jetzt eh demnächst reingehen. Bis Runde 20 erwarte ich die auf jeden Fall in der Box. Ja, die Mediums bauen halt auch ab von der Pace, aber die sind halt immer noch relativ safe. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir großartig Grip fehlt oder sonst was. Das hält sich hier alles noch in einem überschaubaren Rahmen definitiv. Ah, Valtteri kommt halt wirklich ran an Hamilton. Also die beiden werden sich eh noch ein bisschen bekämpfen. Und jetzt kommt Hamilton auch nicht mehr so ran. Zwischendurch war es ja wirklich dann doch mal ein paar mehr Zehntel als nur eine. Aber jetzt passiert ja nichts mehr großartig für ihn. Wenn man dann noch bedenkt, dass ich ja meine Mediums, meine zweiten, nicht so lange fahren muss wie die. Glaube ich, wir haben hier sehr gute Chancen, das Rennen zu gewinnen. Und wenn Hamilton vor Bottas reingeht, hat Hamilton sehr gute Chancen auf P2. Weil der Undercut kann gigantisch sein. Oder Overcut in dem Fall kann gigantisch sein. Ne, es wäre ein Undercut immer noch. Also jetzt kein klassischer, weil Hamilton ist ja noch vorne, aber in der Theorie wäre es einer. Ja, und Vettel sieht gerade gar kein Land. Dem fahren wir kontinuierlich davon gerade. Bitter für ihn natürlich auch, vom Pole gestartet, jetzt auf P4 zurückgefallen. Gut, wir haben erst Halbzeit, also da kann noch einiges passieren in dem Rennen, definitiv. Aber bis dato sieht das nicht ganz so aus für
den zweiten Ferrari unter uns. Aber ich liebe diese Strecke einfach. Das ist so toll. Ich gehe davon aus, Hamilton geht jetzt rein, oder? Jetzt bin ich die Reifen halt richtig an Pace. Ne, er bleibt tatsächlich auch draußen. Okay. Ja, wir gehen laut Jeff in 2 Runden rein. Also, okay, das heißt, der Reifenvorteil würde jetzt doch nicht so krass sein, wie man es vielleicht vermuten würde. Also ja, die Mediums halten ordentlich lang. Das ist schon durchaus die safe Nummer, wenn wir jetzt draußen bleiben. Bis Runde 14 ist es dann, glaube ich. Und dann reingehen. Das sollte der Call sein, der am sichersten ist für unseren Sieg. Was natürlich geil wäre, unsere Ferrari-Podium-Stage hier Combo oben zu halten. Oh, da scheidet jemand aus. Wenn Safety Car kommt, dann jetzt bitte. Boah, wo steht der denn? Guckt euch das mal an auf der Karte, bitte. Der steht ja auf der Strecke, oder? Ja, jetzt ist er mit einer Box. Vettel ebenfalls. Alter, also come on. Da muss dir nur das Heck blöd kommen und du kachelst da volles Rohr rein. Das kannst du doch keinem erzählen, ernsthaft. Perez ist tatsächlich vor Hamilton. Das akzeptieren wir jetzt einfach mal so. Oh, Valtteri wird diese Runde reingehen, nehme ich an. Also eine Runde quasi vor mir. Wird dadurch ein bisschen näher rankommen, aber ich glaube, ich werde einfach allein diese eine Runde, die ich später drin bin, kann schon gut was ausmachen. Mal ich ja sowieso ein gutes Stück Reifen schon in der Bin als die KI im Regelfall. Oh, wir können jetzt ein bisschen mehr ERS raushauen. Ja, man merkt halt, sobald Valtteri jetzt kein DRS mehr hatte, der hat jetzt innerhalb von den 2 Runden, glaube ich, oder innerhalb von der einen Runde, in der Hamilton drin war, hat Valtteri eine ganze Sekunde verloren. Also die Reifen waren durch. Hamilton hat nur den richtigen Call gemacht, dass er so früh reingegangen ist. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Sainz Hamilton nicht so aufgehalten hat, dass Bottas jetzt vor Hamilton rauskommt. Das wäre echt nicht geil. Aber genau das ist passiert. Na, wobei, die werden Side by Side reingehen. Bottas jetzt allerdings mit den besseren Reifen. Das mit den jüngeren vor allem. Ja, und Bottas wird vorne bleiben. Naja, ist das mies jetzt. Vor allem, weil Bottas sich vielleicht direkt Sainz noch mitholt, oder? Nee, macht er nicht. Hopp, Valtteri scheit aus einfach. Mach den DNF, knall den Wagen weg. Schmeiß weg das Ding. Ah, Bottas und Sainz jetzt parallel, side by side. Vielleicht kann Hamilton dadurch jetzt rankommen. Nee. Bottas ist jetzt vorne, Hamilton hinten. Wenn Hamilton jetzt nicht an Sainz vorbeigeht, ist das Ding durch. Dann wird
Bottas auf dem Podium sein. Ich glaube auch Perez, also der hat alte, harte Reifen gegen frische Softs, da passiert nichts, was für mich spricht. Ja, Hamilton bleibt hinten dran. Und damit wird Bottas gut genug davonfahren können. Schade. Das sah zwischendurch echt gut aus für mich. Und ich meine, ich bin zwar immer noch auf Siegeskurs hier, aber ganz echt, der Sieg ist ja nur die Nebenmission hier gerade. Die Hauptmission ist ja P2 in der Fahrerwertung. Und ich meine, ich komme mit dem Sieg da zwar ein Stückchen näher dran, definitiv, aber das könnte halt auch noch besser sein, ne? Aber wir gucken erstmal, dass wir die schnellste Runde holen eventuell. War dann jetzt ein bisschen mehr ERS raus auch dafür. Ja, guck mal, da liegen jetzt 3,5 Sekunden zwischen Bottas und Hamilton, einfach nur weil Hamilton nicht vorbeigekommen ist. Das ist schon eine Hausnummer, definitiv. Holen wir vorerst mal die schnellste Rennrunde. Sparen jetzt ein paar Ressourcen an, weil ich denke mal am Ende werden die ja nochmal raushauen. Die KI. Und dann werde ich mal schauen, ob ich nochmal eine schnellste Runde machen kann oder nicht. Track Position dürfte ich haben eigentlich. Da müsste Bottas jetzt eine Sekunde pro Runde aufholen. Und er wird jetzt aber erstmal eine Runde hinter Perez hängen auf alten Harten. Wird da nochmal ordentlich Zeit verlieren. Nicht genug, dass Hamilton nochmal rankommt. Aber immerhin ein bisschen was. Falls man das Quietschen der Pedale in der Aufnahme hört, es tut mir unfassbar leid, aber ich kann das jetzt während dem Rennen nicht ölen. Das wäre so geil, wenn Bottas nicht vorbeikommen würde einfach. Das wäre so geil, wenn Bottas das einfach nicht schaffen würde, an Perez vorbeizugehen. Das wird nicht passieren. Bottas wird vorbeigehen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber das wäre schon ein Highlight, definitiv. Ah, da ist er vorbei. Oh, Perez, halt gegen. Macht er nicht. Schade. Aber Bottas hat trotzdem Zeit verloren dadurch. 12 Sekunden hinten dran. 11 Runden noch. Wie gesagt, er müsste über eine Sekunde pro Runde rausholen, um an mich ranzukommen. Oder fast eine Sekunde pro Runde. Ne, er müsste über eine Sekunde pro Runde rausholen gerade. Da glaube ich jetzt mal dran, dass ich das zumindest halten kann. Ob Valtteri, ich habe einfach einen Motorschaden. Hab einfach jetzt einen richtig saftigen Motorschaden. Nee, nicht du, Renault. Oder was du bist da hinten.
Magnussen, okay, der Haas war's. Erneut kein Safety Car. Ich bin mir jetzt gerade tatsächlich relativ unschlüssig, ob ich einen Safety Car gut gefunden hätte oder nicht. Ich glaube schon, wobei... Nee, es hat keinen Unterschied gemacht, außer dass halt Bottas damit dran gewesen wäre. Hamilton wäre ja trotzdem nicht an Perez vorbeigegangen im Safety Car, das passiert ja nicht. Also eigentlich ganz gut, dass jetzt kein Safety Car da war. Aber Grosjean in der Box, auch interessant. So spät noch? Der macht wahrscheinlich die Strategie, die ich mir gedacht hatte. Ursprünglich eine Soft, Medium, Soft. Pass auf, jetzt holt Grosjean sich die schnellste Runde. Ja, ich kann den Abstand gerade ganz gut halten. Dürfte jetzt nicht die Welt passieren in dem Rennen. Außer, dass Hamilton wahrscheinlich noch an Perez vorbeigehen wird. Vettel vielleicht auch noch. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Wir haben auf jeden Fall nur noch knapp 8,5 Runden vor uns. Klingt zwar nach viel, auf Mexiko ist das aber gar nichts, das sind knapp 10 Minuten. 10 Minuten, in denen wir jetzt einfach mal hoffen, die Esses zu erwischen und den Wagen nicht wegzuwerfen. Jetzt dann an Perez. Ja, also eigentlich dürfte das jetzt kein großartiger Kampf sein zwischen den beiden. Ich meine, ob Hamilton jetzt an Perez vorbeigeht oder nicht, ist mir persönlich scheißegal. Also, da habe ich keine Aktien mehr drin. Weil Hamilton würde ja sowieso nicht mehr an Valtteri rankommen, ne? Die Nummer ist ja durch, leider. Dadurch, dass er an Sainz nicht vorbeigekommen ist. Aber krass, wie Bottas jetzt in den letzten Rennen richtig aufdreht. In Russland war er ja auch mein Konkurrent. Also er hätte zwar theoretisch Bock auf den Titel, aber ich habe ihm da die Ergebnisse, die er braucht, immer kaputt gemacht. Dadurch, dass ich mich in den letzten Rennen eigentlich relativ konstant vor ihn gesetzt habe. Ich habe leider tatsächlich Valtteri die Chance auf den Weltmeistertitel zerstört. Hamilton kommt nicht an Perez vorbei. Ist das traurig? Er hat noch 7 Runden. Hamilton hat noch 7 Runden, um daran zu kommen. Das ist noch offen, definitiv. Ja, ja, doch. Oh Mann. Ja, er hat's geschafft, Mensch. Ein bald siebenfacher Weltmeister hier im Spiel. Im besten Auto. Und den besseren Reifen hat es nach 3 Runden auch mal an Perez vorbeigeschafft. Wobei Perez den Vorteil seines Heimat-Grand Prix hat. Darf man auch nicht unterschätzen. Aber das ist halt auch ein geiles Rennen von ihm. In Q2 rausgeflogen und trotzdem jetzt gerade auf P4 unterwegs. Und es ist sogar gar nicht unwahrscheinlich, dass er P4 hält. Je nachdem, ob Vettel halt nochmal rankommt oder nicht. So, wo wir rankommen, ist ein Williams. Das heißt, wir werden bald die erste Überrundung haben hier.
Valtteri mittlerweile 13 Sekunden hinten dran, noch 6 Runden. Ja, da passiert wenig, sage ich. Die Problematik dadurch ist halt, dann bin ich auf 7 Punkte ran. Ne, auf 6 Punkte bin ich ran. Das heißt, nehmen wir mal an, ich gewinne Abu Dhabi und Bottas wird der Zweiter. Dann muss ich in Interlagos, dann darf ich maximal eine Position hinter ihm ins Ziel kommen. Uff. Und selbst das würde nicht mal reichen, wenn Valtteri Erster wird, weil dann würde mir P2 nicht reichen. Das ist aber sehr großzügig gewesen von dir, Latifi. Das hättest du so in der Form definitiv nicht machen brauchen. Fünf Runden noch. Ja, okay, Vettel wird tatsächlich an Perez noch rankommen. Latifi eigentlich dran. Wir pushen dich zum Russell hin. Kein Problem. Jetzt die letzte Runde einfach nur safe fahren. Ich werde jetzt auch nicht mal auf die schnellste Runde gehen, weil ich glaube auch Bottas wird die nicht mehr schaffen. Ich glaube, die dürften wir haben, außer irgendeiner... Keine Ahnung, Verstappen entscheidet sich noch in die Box zu gehen und frische Softs zu holen. Könnte er machen. Verstappen ist gerade, glaube ich, eh nur so auf einen Punkt. Und den braucht er nicht. Also er könnte mir einfach die schnellste Runde wegnehmen, wenn er Bock hätte. Aber macht er nicht. Verstappen ist ein Netter. Ich meine, allein dadurch, dass Leclerc nicht mehr bei Ferrari fährt, muss Verstappen mich mögen. Okay, vielleicht kommt Vettel doch nicht mehr an Perez ran. Vier Runden noch. Und drei Sekunden. 7,5 Zehntel muss er gut machen pro Runde. Und dann hängt er halt auch nur dran. Hamilton hat auch ein paar Runden gebraucht, um vorbeizukommen. Und Hamilton ist definitiv mit damals noch besseren Reifen gefahren. Und halt auch mit dem schnelleren Wagen. Und tendenziell auch mit dem besseren Skill. Inzwischen holen wir auf Russell auf. Ja, Latifi hat sich leider nicht an uns rangehängt. Schade. Ocon hat es auch nicht wirklich geschafft, sich durchs Feld zu pflügen. Der ist an Grosjean vorbeigekommen. Aber nicht mal an Giovinazzi, ne? Das ist Kimi hinter ihm. Also ich bin jetzt gerade 1,6 Sekunden langsamer als meine Bestzeit und Bottas holt nicht auf. Also das würde mich enorm wundern, wenn Bottas jetzt noch irgendwie spontan auf den doch jetzt mittlerweile gut alten Reifen noch knapp 2 Sekunden an Pace findet. Das halte ich doch für ein mutiges Statement, dass er das schaffen könnte. Ah, auch Russell lässt mich hier ohne Probleme vorbei. Und an den Haas werden wir, glaube ich, nicht mehr rankommen. Dann haben wir zumindest die beiden Williams überrundet. Das ist doch auch schön. Tire condition is still looking good.
Ja, alles gut. Noch zwei Runden, Jeff, dann kriegen wir schon ins Ziel. Vettel wird nicht an Perez rankommen. Krass, dass die Einstopp dann wirklich so gut funktioniert. Das ist ordentlich. Wobei, vielleicht hat Vettel ja tatsächlich irgendwie einen technischen Fehler oder so. Weshalb er jetzt nicht mehr so gut mitfährt. Beim Qualifying war er ja sau stark. Er hat sich ja die Pole nicht ohne Grund geholt. Er kann es im Rennen halt einfach nicht umsetzen irgendwie. Also in dem Rennen jetzt halt, ne? Aber wie gesagt, wir pushen jetzt auch gar nicht mehr. Wir werden das jetzt einfach nur zu Ende fahren. Genug Vorsprung haben wir. Außer Bottas zündet jetzt mal noch richtig den Overdrive. Stellt irgendwie fest, er ist die letzten 35 Runden nur in zwei Gängen gefahren. Und fährt jetzt in der letzten Runde alle. Dann habe ich ein Problem, aber ich glaube anderweitig dürften wir es haben eigentlich. Auch wenn er jetzt ein bisschen rankommt, aber das liegt ja nur daran, dass der halt jetzt alles an Ressourcen raushaut und ich nicht. Also, ich möchte mir jetzt halt auch den Motor nicht unnötig noch kaputt machen. Der ist aktuell noch ganz gut dabei. Der soll die letzten zwei Rennen auch noch problemlos durchhalten, bitte. Alright, aber wir sind in der letzten Runde. Genauer gesagt fahren wir sogar die letzte Minute gerade. Sind mit knapp 14 Sekunden Vorsprung aktuell auf P1. Sebastian Vettel am Start geholt durch, naja, ein Manöver, das so definitiv nicht geplant war, aber was funktioniert hat. Und ab dann einfach relativ straightforward durchgezogen. Hinter mir jetzt war ein bisschen besser für mich laufen können, wenn Bottas wirklich nicht auf P2 gewesen wäre, sondern noch weiter dahinter. Aber hey, so ist das halt leider. Nichtsdestotrotz holen wir uns die maximal möglichen Punkte, gewinnen Mexiko und holen die schnellste Runde. Und Hamilton dürfte Weltmeister sein, glaube ich. Verstappen-Fahrer des Tages. War gut, okay. Was für eine fahrerische Leistung, die Ferrari heute den Sieg eingebracht hat. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Ja, Ferrari wieder ganz oben. Das sieht man doch sehr gerne, definitiv. Aber hat Hamilton den Titel jetzt echt noch nicht gewonnen? Ist das noch offen? Es sind noch zwei Rennen, also 52 Punkte darf der Abstand maximal sein. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Oft zeigt der Fahrer, den ich wähle, ein besonders beeindruckendes Kunststück während des Rennens. In diesem Fall hat mich jedoch die solide und saubere Fahrweise von Max Verstappen begeistert. Die Konstrukteursmeisterschaft mag an diesem Punkt eine ausgemachte Sache sein, aber schauen wir uns dennoch die Tabelle an. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. In der Zwischenzeit klettert Renault mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Ich bin mir relativ sicher, dass Renault schon vorher an Alfa Romeo vorbei war. Aber gut. Ja, 6 Punkte nur noch der Rückstand auf Valtteri. Wir müssen halt in Interlagos und Abu Dhabi abliefern. Abu Dhabi sehe ich mich. Brasilien, boah, eher nicht so.
Ansonsten, ja, Valtteri müsste beide Rennen gewinnen mit der schnellsten Runde. Und Hamilton dürfte in keinem von beiden Rennen Punkte holen. Nur dann wird Bottas noch Weltmeister. Ich glaube, ich lehne mich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das halte ich für unwahrscheinlich. Und Konstrukteurstitel, ja. Die Nummer ist durch, wir sind safe P2. Einfach nur fürs Ego vielleicht die 500 Punkte noch knacken, das wäre toll. Aber ansonsten, ja, war ein definitiv ein solides Rennen. Der Start war ordentlich. Da haben wir, glaube ich, sehr viel richtig gemacht. In Kurve 1 haben wir dann angefangen, sehr viel falsch zu machen. Ich dachte halt wirklich, ich wäre viel zu früh auf der Bremse gewesen. Dann nochmal runtergegangen von der Bremse. Und das ist halt der größte Fehler, den du machen kannst. Wenn du merkst, du bremst zu früh, dann bleibst du trotzdem auf der Bremse. Aber so hätte ich halt echt Vettel fast wegrasiert. Naja, es ist gut ausgegangen immerhin. Aber Valtteri hat es halt dadurch sehr, sehr krass geschafft, gut nach vorne zu kommen. Das ist halt bitter. Ich kann eigentlich fast nur hoffen, ich glaube nicht, dass ich in Brasilien vor ihm landen werde. Ich kann fast nur hoffen, dass er in Abu Dhabi nicht abliefern wird. Und ich schon. Ich glaube, Abu Dhabi habe ich wieder tendenziell gute Siegeschancen. Aber ich glaube, ach, Brasilien sehe ich mich einfach nicht. Okay, das ist jetzt wieder die Phase, wo wir einfach eine Runde sehen, wo die Kamera dann einfach irgendwelche Wände zeigt. Das spulen wir mal kurz vor. So, aufgepasst, da kommt er wieder. Jawohl. Und die Zieleinfahrt. Ja, also es war jetzt nicht das spannendste Rennen für mich persönlich. Es war für mich trotzdem insofern spannend, weil der Kampf halt hinter mir für mich persönlich sehr relevant war und deswegen auch interessant, aber ja, leider nicht so ausgegangen, wie ich es gehofft hätte. Es wäre eine andere Nummer gewesen, wenn Hamilton direkt mit an Sainz vorbeigegangen wäre. Dann hätte er, glaube ich, noch Chancen gehabt auf P2. Aber ja, es ist, wie es ist. Wir können nichts daran ändern. Am Ende des Tages haben wir einen Sieg geholt und die schnellste Runde. Mehr kann ich nicht machen. Nee, das Team ist super. Was meinen Sie, hat im Vergleich zum letzten Wochenende den entscheidenden Ausschlag gegeben? Das Triebwerk natürlich, auf jeden Fall. Ihr Team ist angesichts Ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Na klar. Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Nein. Was für ein Zusammenstoß? Klasse, das war dann alles. Wen oder was soll ich denn berührt haben? Da war doch keiner, das ganze Rennen bei mir. An den Williams bin ich clean vorbeigegangen. Ich habe keine Wand berührt. Vettel in Kurve 1 habe ich ja auch nicht berührt. Was für ein Zusammenstoß? Was will die Frau von mir? Was? Ich habe keine Ahnung. So, wöchentliche Ressourcen. Wie gesagt, der Plan ist, die beiden Sachen hier, die kosten eh nicht allzu viel. Das sind ja knapp 1000 Ressourcenpunkte, kriegen wir in einer Trainingssession. Die werden wir demnächst machen, sondern wir werden tatsächlich für Abu Dhabi noch eine Kleinigkeit entwickeln. Ein kleines Upgrade, wie gesagt, nur. Was genau, weiß ich jetzt noch nicht, aber irgendwas machen wir schon. So. Damit haben wir jetzt ein paar wöchentliche Ressourcen mehr. Bei Aero sind wir eh gut dabei. Ja, hier können wir jetzt halt was entwickeln. Bremsen, Reifenabnutzung. Was brauchen wir für Abu Dhabi mehr? Ich würde sagen Bremsen, oder? Sehe ich mich tendenziell ein bisschen mehr. Warte mal, was haben wir denn? Erhöhte Bremsleistung, stärkeren Bremsdruck aushalten. Ja, nehmen wir die erhöhte Bremsleistung, würde ich sagen. 18%. Ich hoffe, es geht durch. Du hast im Moment keinen Rivalen. Irgendwann wird die Presse dich fragen, ja, das wissen wir.
Überlege dir gut, wen du dir aussuchst. Denn du gewinnst nicht nur an Anerkennung, wenn du gewinnst, sondern wirst auch an Anerkennung einbüßen, wenn du verlierst. Ich habe bisher 3 Rivalitäten gewonnen. Sag mir doch nicht, wie das funktioniert. Also sogar halt auch 3 von 3, ne? Muss man ja auch mal so sehen. Ja, dann gucken wir jetzt mal, wie das Wetter aussehen wird. Bitte kein Regen. Regen wird Horror. Wenn Regen ist, dann kann ich mich von P2 verabschieden in der Fahrerwertung. Das wird nicht stattfinden. Bewölkt. Okay, es bleibt aber bewölkt, offenbar. Red Bull hat ein bisschen entwickelt, Renault, McLaren wieder. Die beiden kommen halt ran. Aber ansonsten Mercedes nicht und Racing Point nicht, unsere nächsten Konkurrenten. Wir sind jetzt auch 37 Punkte vor Vettel, was heißt, wenn wir das Rennen nicht allzu weit hinter ihm beenden, haben wir auf jeden Fall auch P3 sicher schon mal in der Fahrerwertung. Was auch schon krass wäre. Aber ich bin halt auch nur 6 Punkte hinter Valtteri. Aus dem Titelkampf bin ich jetzt ja mathematisch gesehen raus, das wird nichts. Ja, ich bin mal gespannt, ob das was werden kann oder nicht. Brasilien ist halt so 50-50, aber na gut. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, das war's damit dann für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!